Herzlich willkommen zu einem weiteren Vorstellungsvideo. Hier haben wir ein bisschen größeres Teil und zwar eine Errungenschaft, die ich im Herbst 2022 bekommen habe. Und zwar ist das ein Fesselgürtel oder Transportgürtel für Gefangene. Wir fangen mal mit den Handfesseln selbst an. Wir sehen das hier. Ich habe nichts damit gemacht, das ist absolut der Zustand, wie sie zu mir gekommen sind. Wir sehen hier eine Handfessel mit Leder überzogen. Ich habe mal das Original dabei gelegt, wie die Handfessel eigentlich aussieht, nämlich so. Die ist von der Firma Stotz. Die funktioniert halt ganz normal, so wie so eine Darby-Handschelle. Wir haben hier drin einen Bolzen, der mit einer Feder in Richtung hier zum Innern gedrückt wird. Und dann kann man die entsprechend hier schließen. Wir hören das einrasten. Dann ist das Ding zu. Und um es zu öffnen, muss man hier so einen Schraubschlüssel einsetzen. Und der zieht diesen Bolzen dann zurück. Und dann kann man die Handschelle eben wieder öffnen. Genau, das ist hier, wie das Teil funktioniert. Und genauso funktionieren natürlich diese Teile hier ebenfalls. Wir haben also hier diesen Rundbogen als Oberseite, hier unten dann entsprechend noch den Bogen. Und wir sehen, dass wir hier als Scharnierverbindung dann diesen Schäkel haben und der sitzt dann eben auch an dem Gurt. Der Schlüssel an sich, da gibt es verschiedene Ausführungen, mal kürzere, mal längere, das ist jetzt ein sehr kurzer. Der wird dann hier entsprechend eingesetzt. Wichtig ist, man muss in die andere Richtung drehen, oder? Nee, bei der ist es nicht so. Das heißt, es ist ganz normales Gewinde. Ganz normales Rechtsgewinde. Und dann können wir die hier auch öffnen. Ich bin hier mal ein kleines bisschen vorsichtig, weil das Leder halt so porös ist. Ich weiß noch nicht, ob ich damit was mache. Aber hier seht ihr, da ist das auch schon ein bisschen ab. Und es verliert immer mal so ein paar kleine Teile. Das ist sehr schade. Aber ist halt alt und das Leder ist hier auch vernäht außen, sitzt sehr eng an dieser Fessel. Ich weiß nicht, ob das so original ist oder ob das nachträglich gemacht wurde. Komme ich auch gleich zu. Ich hatte schon mal so einen Fesselgurt, genau denselben, nur anders, und dachte, das hat bestimmt irgendwer selber gemacht. Wenn auch alt. Vielleicht ist es auch aus einem Gefängnis. Ich wollte ihn auf jeden Fall nicht haben. Hab ihn dann abgestoßen. Und diesen hier, der ist viel besser. Den habe ich dann bekommen. Und ich zeige euch auch gleich, warum ich den unbedingt haben wollte. An dem Gurt selbst haben wir dann hier diese Anbringung, dieses Metallstück, was hier mit zwei massiven Kupfernieten vernietet wurde. Auf der Rückseite sieht man das nicht mehr, weil nämlich von innen hier dieses eklige, rubbelige Filz angenäht ist. Wir sehen das auch, wie das hier angenäht ist. Ist jetzt auch nicht so schön gemacht, hätte man schöner machen können, aber ist halt so. Ja, wenn wir das weiter verfolgen, dann haben wir hier noch zwei Nieten, wofür die auch immer sind. Das kann sein, dass die für das Filz sind. Da haben wir nämlich nochmal zwei. Die sind von innen dann hier zu sehen. Und dann kommen wir auch schon wieder zu der anderen Seite und zu der anderen Handfessel. Da sieht das alles genauso aus. Da haben wir hier auch so ein paar kleine Schönheitsfehler, wo sich das Leder schon ablöst. Aber insgesamt sieht das alles genauso aus. Ich weiß natürlich nicht genau, da ist so ein kleiner Spalt. Aber gut, hält. Wer weiß, was das Ding schon alles mitgemacht hat. Ja, wenn wir dann weiter gucken, dann haben wir hier natürlich dann auch das Ende des Filzes und damit wird das Ganze ein bisschen schmaler, damit das hier durch die Schnalle durchpasst. Und dort haben wir dann insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Löcher, die hier eingebracht sind. Also es ist auch schönes, stabiles Leder, da ist nicht viel mit abmachen. Und das Ganze wird dann natürlich hier um diesen Gefangenen herum gelegt, zugeschnallt. So, das machen wir jetzt einfach mal. Das knatscht auch noch schön nach Leder.
sieht das Ganze dann zu aus. Die Schnalle selbst ist hier mal geschwärzt worden, schwarz angemalt worden. Ich weiß nicht, ob das nachträglich passiert ist oder wer das auch immer gemacht hat. Ist eine gute Frage. Und ihr seht natürlich schon, wenn das Ding dann angelegt ist, hier sind die Hände drin, die Schnalle ist hier auf dem Rücken, dann ist damit rankommen und aufmachen nicht mehr viel. Jetzt habe ich euch aber ein bisschen auf die Folter gespannt. Ich will euch natürlich auch zeigen, warum ich dieses Teil gekauft habe und was da so besonders dran ist. Ihr seht hier diese beiden Nieten. Ich habe das bewusst noch nicht gezeigt im Video. Das liegt hier jetzt quasi hinter dieser Schnalle. Und da ist ein Messingschild. Und da steht Städtische Polizeidirektion Bern, Posten Lenggasse. Ja, und das ist hier auch mit einer schönen Kupferniete aufgenietet. Also wirklich richtig schön gemacht. Ist auch eine alte Schriftart. Scheint aus der Zeit zu sein. Ich weiß nicht genau, das könnte jetzt 20er, 30er, 40er Jahre sein, wann das so genutzt wurde, aber es ist bekannt. Zwei Gurte habe ich selber schon in der Hand gehalten. Und das hier ist natürlich mit diesem Schild der schönere, wenn man so will. Ja, alles in allem wirklich ein tolles Teil. Wiegen werde ich das jetzt mal nicht, weil das wird mir nämlich von der Waage fallen. Das kann ich euch schon mal sagen. Und dementsprechend lege ich das hier nur hin. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche noch einen angenehmen Tag.